Nicht erst im Gefolge der Corona-Pandemie werden immer wieder Stimmen laut, die eine Überwindung unseres non-zentralen Staatsaufbaus anmahnen. Der Föderalismus, so heißt es, sei ein nicht mehr zeitgemäßer Flickenteppich. Ist das richtig? Nein, das ist falsch. Ziemlich falsch sogar. In diesem Video zeige ich, warum. Natürlich, mit ihren 20 Kantonen, 6 Halbkantonen und rund 2200 Gemeinden mag die Schweiz in der Tat wie ein chaotisches Mosaik erscheinen. Schon mit Blick auf Staatsumfang und Staatsausgaben aber steht die föderalistische Schweiz deutlich besser da als die meisten anderen Länder. Nehmen wir zum Beispiel die allgemeinen Staatsausgaben in Prozenten des Bruttoinlandprodukts in der Schweiz. In der Schweiz lag dieser Anteil 2017 über alle Staatsebenen hinweg bei 34%. In Großbritannien betrug er 42%. In Deutschland 44%, in Österreich 51% und in Frankreich satte 56%. Größer, umfangreicher oder eben zentralisierter bedeutet für Staaten also nicht effizienter. Dennoch wird immer wieder behauptet, dass eine stärkere Zentralisierung politischer Entscheidungsmacht vorteilhaft wäre. Und ja doch, die Idee der Zentralisierung hat zweifelsohne ihre oberflächliche Anziehungskraft. Warum 26 Lösungen für ein Problem? Warum eine Duplizierung, Multiplizierung von Funktionen und Prozessen, wenn doch eine Lösung reicht? Für Anhänger von Zentralismus und Harmonisierung sind Markt und Wettbewerb im politischen Bereich gleichbedeutend mit Verschwendung. Richtig ist, dass sich der föderale Verband einheitlichen Lösungen in der Tat gerne verweigert. Was aber, wenn Symmetrie und Einheitlichkeit für die zahlende Bürgerschaft weniger ins Gewicht fallen als Bürgernähe? Das Prinzip der Subsidiarität stützt die föderale Struktur. Es vermutet die primäre Kompetenz, aber auch die primäre Fähigkeit beim kleineren Verband. Gemeinden und Kantone, die ihre Probleme selber lösen, nutzen nicht nur die natürliche Betroffenheit ihrer Teile. Sie verwerten auch lokales Wissen und die Vertrautheit mit konkreten örtlichen Gegebenheiten. In einem solchen System gehört es zur Freiheit und Souveränität des Steuerzahlers, dass er über die Urne hinaus mit seinen Füßen abstimmen kann. Eine Möglichkeit, die Kantonen und Gemeinden immer wieder Beine macht. Im föderalen Verband politisieren heißt darum, mit Unterschieden leben. Vergleichen. Vor- und Nachteile von Reformen abwägen. Und immer wieder lernen. Wie gesund, wie robust ist der Föderalismus heute? Die nüchterne Antwort lautet: Er ist in der Schweiz in gleicher Weise bedroht wie anderswo auch. Nicht nur, aber vor allem durch die Verschiebung von Kompetenzen hinauf auf die Bundesebene. Diesem Trend entgegenzuwirken, die vertikale Machtteilung zu stärken, den Kantonen und Gemeinden politische und fiskalische Autonomie zu belassen, dafür sollten wir uns in liberaler Überzeugung einsetzen. Helfen Sie mit, dass Videos wie dieses auch in Zukunft produziert und kostenlos angeboten werden können. Werden Sie Freund oder Förderer des Liberalen Instituts.
Mehr Informationen hierzu finden Sie unter dem Link in der Videobeschreibung. Danke!